Servus Leute, hallo, ich bin's, MassXD, ganz genau, und willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute ein bisschen MW2, beziehungsweise sehen wir ein paar Gaming-Ausschnitte aus der letzten MW2-Zocker-Session von mir auf der PlayStation 3. Ich habe eine Stunde MW2 gespielt und ich habe jetzt schon keine Lust mehr drauf. Wieso? Weil in jeder verdammten Lobby immer mindestens eine Person ist, die das Spiel sowas von manipuliert. Es gab UAV-Hacker, jetzt gab es Aimbot-Menschen und nun gibt es sogar Leute, die können im Gegner-Spawn spawnen, ihre eigenen Teammates abknallen, sie sind unverwundbar und alles mögliche. Ich blick da selber nicht mehr durch, ich verstehe nur noch Bahnhof, vielleicht kennt sich ja jemand von euch aus, aber ich finde das einfach nur total bescheuert. Anscheinend soll es jetzt sogar auf der Xbox möglich sein, zu hacken bzw. irgendwelche Mods zu installieren, also ich denke echt, das ist der Todesschlag für Modern Warfare 2, ich verstehe das nicht. Modern Warfare 2, für so viele Zocker ist Modern Warfare 2 das beste Call of Duty aller Zeiten. Und wenn jetzt schon Noobtubes und Kommando genug wären, nein, man muss ja noch hacken und das Spiel noch mehr versauen. Ich verstehe es einfach nicht, man sieht hier im Hintergrund ein paar Clips. Das war es eigentlich auch von mir, vielleicht kennt ja jemand sich von euch aus, warum die Leute sowas machen, wie sie es machen oder ob man es vielleicht sogar verhindern kann. Ich finde es einfach nur schade. Ja, den Rest hinterlege ich mal mit Musik, falls es dann noch einen Rest gibt, denn ich bin hier mal wieder in der Abstellkammer. Hier hört man noch eine Glühbirne, klack, klack. Ja, und das war's. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, von daher bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.